Hallihallo Leute, hier bin ich wieder, eure liebe kleine Dodo und einen neuen Part von The Dick. So, dann gehen wir mal mit Brink, der jetzt wieder lebt, mal zu Maggie. Ja. Dum, 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 dum. Ah, man braucht der Brink lange. Zu Maggie. Und wir wissen ja noch, es war diese eine Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Alleine. Jetzt können wir sie quasi zusammen aufbauen. Aufbauen. Guck mal, ich bin schon so blöd. Zusammen aufmachen. Und dann mal gucken, was uns erwartet, ne? Brink, öffnen wir die Tür. Brink, könnten Sie mir hier mal helfen? Sicher. Danke. Sehr nett. Bei drei. Eins, zwei, drei. Fünf. Oh, noch mehr Steine. Oh, wieder das komische Geistding. Das war bisher der längste Besuch eines Geistes. Die Erscheinung schwebte genau über diesem Becken. Es ist voll mit Kristallen. Sind das diese Lebenskristalle? Wie der eine, mit dem Sie mich wieder lebendig gemacht haben? Sie sehen so aus. Dann ist doch alles klar. Diese Kristalle sind der Grund, weshalb Sie uns hierher gebracht haben. Naja. Sie haben das Geheimnis des Lebens entdeckt und wollen es mit uns teilen. Haben Sie gar nicht hingesehen, Brink? Egal, welche Sprache Sie sprechen, aber dieser Geist hatte die Form eines Totenschädels. Mhm. Er wollte uns warnen. Diese Kristalle sind gefährlich. Das war das Symbol des Todes, Low. Diese Kristalle sind das Gegenstück zum Tod. Das wollte er damit sagen. Und wenn es Nebenwirkungen gibt? Haben Sie mal daran gedacht? Die Nebenwirkung ist, dass ich mich besser fühle als je zuvor. Hm. Wenn Sie selber einmal einen Kristall genommen hätten, dann wäre Ihr Geist genauso klar wie meiner und Sie würden sehen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als alle Kristalle zu finden und zu benutzen. Brink, ich glaube, Sie haben Unrecht. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Diese Außerirdischen sind freundlich und gut, Commander. Sie haben uns ein Geschenk gemacht. Ja, wenn das alles so perfekt ist, wo sind Sie dann, diese Außerirdischen? Vielleicht haben Sie sich auf eine höhere Stufe der Existenz begeben. Oder vielleicht sind sie auch alle tot. Sehen Sie, wie schlecht Ihr Gehirn funktioniert? Wie könnten Sie tot sein? Sie haben diese Kristalle erfunden. Commander, Sie tun mir leid. Immer noch beherrscht von gewöhnlichem Geist und gewöhnlichen Ängsten. Aber ich fühle mich einfach zu gut, um jetzt mit Ihnen zu streiten. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich nehme so viele Kristalle mit, wie ich tragen kann. Brink ist Gaga. Sehr schön. Oh, ich nehme ein paar davon mit, für Untersuchungen auf der Erde. Ich werde sie einfach nicht benutzen. Das werden Sie schon, Commander. Hm. Okay, kann noch mehr mitnehmen? Vielleicht sollte ich noch einen Kristall nehmen. Hey, wir haben gar keine zwei genommen. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, was ist das? Hm, okay. Gehen wir mal zu Maggie, ne? Ich guck mal kurz, ob das Monster noch da ist. Okay, das scheint der Fall zu sein. Ja, warte mal, wo ist... Bleh. Hast du das vorhin noch nicht gemacht? Widerlich. Hey Brink, glauben Sie... Brink! Brink! Wo sind Sie? Brink, antworten Sie mir! Brink! Können Sie mich hören? Vielleicht bei Maggie? Wo sind Sie?
Maggie, Brink ist abgehauen. Er hat nicht sehr rational reagiert, als er einen großen Vorrat an Kristallen gefunden hat. Ich fürchte, diese Dinger machen süchtig. Oder sie haben seine Persönlichkeit verändert. Ein Geist wollte uns warnen, aber Brink war zu überheblich, um auf einen guten Rat zu hören. Immer wenn es hier freundlicher zu werden scheint, stößt man auf neue Gefahren. Auf jeden Fall mache ich ohne ihn weiter. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich werde mich ab und zu bei ihm melden und schauen, ob er mit mir reden will. Danke, Maggie. Allmählich nehme ich das persönlich. Niemand will bei mir bleiben. Vielleicht ist es mein Deo. Ich glaube, irgendwo auf Attila hat es versagt. Jo, genau. Es ist dein Deo. Und witzig ist, dass wenn er mit Maggie spricht und in dieses Ding kommuniziert, er sich voll komisch anhört. Obwohl er eigentlich da nur steht. Naja, gucken wir uns mal die Knochen an. Oh. Oh, wir können das... Ah! Oh, Moment! Nee, ich will zurück. Hallo. Ey, ich weiß doch, wo das war. Hier. Das komische Fossil. Das war's. Das müssen wir uns jetzt angucken. Kann ich... Merkt er sich das denn? Merkt er sich? Natürlich nicht. Okay, dann gehen wir mal eben kurz zurück. Machen mal kurz ein Foto von. Weil ich glaube, wenn ich mir das hier aufzeichne, dauert das viel zu lange. So. Ja. Okay. Hab das Foto. Und dann... Gucken wir mal. So, das kommt vorne hin. Dann haben wir quasi noch so einen kleinen Hals. Ich muss jetzt mal genau auf dieses Foto gucken. Das scheint da nicht hinzugehören. Das aber auch nicht. Hier oben hin. Und dann natürlich so ein Schwänzchen, ne? Okay. Warum bleibt er stehen? Kommt mir nur so vor, dass sieht das irgendwie nicht richtig aus. Oh. Bleib doch mal stehen. Ist vielleicht dann dahin. Nee, das kommt hier oben hin. Nee, der ist ein bisschen zu lang. Thank you.
die sind aber nicht auf einer... auf einer Länge. So, schon eher, ne? Oder denkt ihr, das ist echt richtig? Wir testen das jetzt einfach mal. Das wird nichts bewirken. Kann ich das da nicht mit reintun? Kann ich das nicht machen? Versuchen wir es mal. Gucken, ob es klappt. Das sah nicht so aus. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Kein Problem. Machen wir halt einfach weiter. Sah nicht so aus, wenn wir... Na toll. So, das auf jeden Fall dahin. Ich denke, ich kann das. Also ich denke, das ist schon mal auf jeden Fall richtig. Dann haben wir hier das Teil. Und hier diesen Fuß. Und dass wir auch wissen, das ist auch richtig. Vielleicht. Aber das ist ein bisschen zu lang. Ich gehe davon aus, das ist das. Und das, das. Den Arm auf jeden Fall dahin. Den dahin, dann wäre das ja rein theoretisch symmetrisch. Wo kommt das jetzt zu? Hatte ich das jetzt gerade auch so? Es fehlt nur eine winzige Kleinigkeit, um dich zu vollenden, mein Freund. Wie wäre es mit einer außerirdischen Bombe? War das jetzt richtig? Ich muss doch das Ding da rein platzen. Also das da rein tun, damit das Ding platzt, oder? Oh, es war richtig. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Heißt das, wir können da jetzt rein? Jetzt, wo das Wasser sicher ist, wollen wir doch mal sehen, was es in dieser Höhle gibt. Ah, wir können rein. Sehr schön. Wie gut, dass er auf Anhieb wusste, dass da eine Höhle ist. Gut, dass es geklappt hat. Oh, ein orangefarbener Stab. Hey, eine Platte! Noch ein gravierter Stab. Das ist gut. Und eine Platte. Schöne Aussicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, nur das Wasser. Okay, gehen wir zurück. Setzen wir die Platte ein. Ching, 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 ching. Jetzt dauert das wieder. Nee. 5 Milliarden Jahre später und eine Steinzeit weiter. Fa-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la. Wir fahren mit dem Bus, dem Kugelbus, der coole Kugelbus. So, jetzt sind wir da. So, die Platte setzen wir beim nächsten Part ein. Ich sag hiermit tschö, mit ö und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!